Ja gut. Von den Zyklopsen müssten hier eigentlich noch ein paar rumrennen, ne? Wenn sie niemand gerade fahren. So. Ja, die den Zyklon, den wir gerade auch schon einen Achso. Attacked haben. Da, der da. Okay, die kriegst du ja nachher da, wo du die Knollhufe da machen musst, kriegst du die eh immer. Fliegen da überall rum. Mhm. Die Quests geben ja eher am meisten XP. Ja, die gibt vor allem nachher einen fetten Rücken. Die gibt doch den blauen Rücken, oder nicht? Wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Kann sein, ja. Ich habe die aber, glaube ich, erst fertig gemacht, nachdem ich schon durch war. Ich weiß es nicht mehr. Da ist eine. Oh, und da oben ist ein Gas. Ich komme gleich. Ja, jetzt kann ich es nicht looten. Ja, gleich da. Assi, Alter, Gas abgreifen. Oh. Gerade noch so. Okay, ich wollte gerade sagen, als ob mich das Scheißviech jetzt unterbrochen hat. So ein fucking Windrock. Ich stell mal wieder auf jeder gegen jeden. Sonst passiert es jetzt ein paar Mal. Kommt einfach nix. So. Wenn wir dann gleich da sind, dann gehe ich dann ganz kurz AFK. Mal einen Kaffee kochen schnell. Könnt ihr in der Zeit noch einer, ne? Heal suchen. Ah, genau. Ja, ich lauf grad. Ja, hier unten liegt der. Ja, ich lauf grad. Einfach ein Bär abgegriffen. Was, ich bin voll equipped. Ich habe alle Items aus ZA, die man haben kann. So, ich war da schon ein paar Mal drin, so ist es nicht. Immer die Mauer, die. Das ist doch die Mauer, die. Der, oh, das ja, Hönnecker. Oder wie war das? Ist das der Arthas Hönnecker? Hello. Ich weiß nicht, ob der Arthas zurückkommt und aus der Uschi auch eine Benji macht, du. Also, Uschi. So, dann machen wir da hier die Quest. Beziehungsweise brauchen wir noch einen Heiler, sonst geht ja gar nichts, glaube ich. So, ich nehme jetzt erstmal die Schuhe gewiss an, ja, wo. Geht ja gar nichts. Dann kann ich die beiden Sachen hier verkaufen. Da steht schon Horde, aber scheint nichts zu machen gerade. Da unten ist ein Hexer. Ne, es war ein Priester, der dich... War ein Priest und ein Schurke. Sind eh alles in Slow-Level alle, oder? Nur nicht Frage der Krieger, sind, der da oben die steht. Sind die nett oder nicht so nett? Momentan noch. Bis jetzt sind sie nett. Bei T6-Kriegern weiß man nie. Ja, ja. Die haben meistens einen ganz unruhigen Finger. Da hinten steht noch ein Krieger. Charge! Ja, wie gesagt, wir brauchen eh erstmal einen Heiler, im Best Case. Guck, dass ich da mal ein bisschen mit drauf hau. Vielleicht sind sie dann nett. Habe nicht den Tank klopfen. Aus Versehen den letzten Arkan. Und du ziehst direkt Akku, nice. Ja, wirklich instant. Ups. Ich wollte doch nur helfen. Ja, das wird nachher nicht anders aussehen. Ja, dann musst du erstmal 10 Sekunden antanken lassen. Ich glaube nicht, dass 10 Sekunden reichen. Glaube ich auch nicht. Ein Cast tot.
Ja, hallo, Spiegelbilder. Gibt's leider nicht. Noch nicht. Au, 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 au! Hä, aber warum greifen? Hä? Au, au, au! Au, au! Hilfe, Hilfe! Verstehen die das nicht, dass du helfen willst? Also... Nee, nee, das war ja der Boss, der mich angegriffen hat. Das war nicht der. Ach so. Lol. Gucken, wie die Ogre so reindrücken. Bin so klein. Ey. Natürlich Frostschock, Alter. Auf mein Totem. Frostschock. Hier, Aki. Ne, Neo, ich schick dir mal kurz was, warte. Also ja, die haust ja gut kaputt, ne? An sich. Schaden, wenn ich kritte, dann kritte ich richtig, aber... Ich hab ja die kritte. Neo, ne? Wenn ich schnell fahre auf der Autobahn, fahre ich auch meistens relativ schnell. Kannst du die angucken oder nicht? Also, ja, kann ich. Genau, auch, ich hab das hier aber noch. Ist die besser? Also soll ich die lieber nehmen? Oh, die sind jetzt bei Mogo. Mal gucken. Vielleicht kann ich doch wieder Aggro ziehen. Oder er kann weg. Warte mal. Ich warte mal, bis er auf 80% ist oder so, bevor ich anfange zu casten. Also grundsätzlich würde ich die mit Crit nehmen. Naja, wenn man überlegt, dass der... Also, ihr Tank ist gerade RIP gegangen. Der Olbert stirbt auch jetzt gleich. Und der Krieger steht einfach da oben und hilft halt nicht. Aber der Ulbert hat auch Tank, also zumindest ein Schild an. Ja, und ein Stoffkopf, wenn du den mal anguckst. Und der Palla steht wieder. Nee, das ist ein Plattekopf. Der sieht nur so aus. Sieht aber aus wie so ein Bischofhelm. Ja, ich weiß. So, perfekt, der muss so. Und tschüss, Ulbert. Ja, doch nicht. Aber richtig close. Der Boss klatscht halt auch böse zu. Schon böse. Kann ich schon verstehen. Alter, was die Schamanen an Schaden machen. Der macht nur zweimal Frostschock und keine Ahnung, mir fehlen 40%. Stimmt, ihr könnt ja jetzt sogar krasses Footen benutzen. Oh ja. Es geht ihr jetzt endlich. Yay. Endlich kein Gammelfoot mehr, hä? Hey, geh mal weg da. Der haut dich. Stopp, hör auf ihn zu hauen. Ich hab ihn gestunt und seine Schlaganimation ging trotzdem noch durch. Sauerei. Mana-Kekse. Es gibt jetzt wenigstens halt mal was, ne? Oh, was kommt denn da? Ein Krieger. Bei mir ist halt immer so das Ding, ich brauche trotzdem zwei, dass sie voll wert. Ist das ein Heiler? Das sieht aus wie ein... Nee, ist ein Verstärker. Vor allem, wenn ein Heiler auch... Such du mal, ich geh mal einen Kaffee brühen, ne? Ja, mach mal. Ich glaube, Heiler wird schwierig. Ist ja irgendwas Heilendes, wird er gehen. Ja. Dann soll der Shami noch mitheilen. Ich mach den Damage, ist schon okay. Solange du einigermaßen die Akku hältst, kriegen wir das hin. Was? Was? Wird ja hochschießen. Würde ich auch, aber... Glasfeld Expansion. Schwierig. Guck mal, da sucht noch eine Gruppe nur einen Heiler, ne? Ja, ich weiß. Das sind die auf der anderen Seite. Da hinten steht ein Handhart. Ist die Frage. Er sucht im Global. Ich suche im Suche nach Gruppe und er sucht in Nagrand-Zone. Es gibt noch ein Global? Nein.
Suche nach Gruppe ist, glaube ich. Für mich. Ja. Verkauft sich Bronze eigentlich ganz gut? Ja. Verkauft sich alles. Ja? Ja. Alles. Okay. Von Bergbau verkauft sich alles gut. Gut. Das dauert auch nicht lang, bis es gekauft ist. Okay. Nein, jetzt fängt er auch an in... Oh. Mama hat er. Hat das Bollwerk an. Oh, da hat jemand da das Asche. Und Kleve. Nice. Und Kleve. Oh, ich das Gefühl, wir sind gleich tot. Da hat jemand aber Lack gehabt. Oder Gold. Oh. Der hat die Kleve an. Beides. Was für ein Ding? Bitte auf Deutsch, danke. Hanataka Iki Muoka Gikagak. Gesundheit. Schreib das mal einmal 1:1 nach. Um die Leute, die hier sind, zu verwirren. Wieso ist Discord eigentlich so beschissen? Ich will. Oh Mann. Ach nee, dann geht's halt nicht. Na! Da ist ein Heiler sogar. Aber der gehört nicht zu uns. Schreib den gleich an. Ey, Digga, du bist in der falschen Gruppe. Oder kannst du mal fragen, ob er mitmacht danach. Ach ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir können jetzt eine Weile warten. Eine Obsidian-Perlenkette. Naja, immerhin kriegen wir ein bisschen Mage-Boost. Ja, sowieso, aber wenn wir keine Gruppe finden, dann bringt der Mage-Boost an. Da ist schon ein Krieger mit Kleven. Ja. Jetzt mal angreifen, machen wir fertig, oder? Hm. Na, sieh. Ich will dir helfen, eine, aber ich kann nicht. Easy. Mal den Sound im Stream ausmachen. So, die hören sich doch tot schön an, wenn die immer sterben. Ja, aber ich denke immer, mich greift einer an. Ja, das ist der Grund, warum ich einen WoW-Sound auch aus habe. Hast du den mal gefragt, ob er uns auch hilft? Das hat er mir gerade geschrieben. Macht er? Mhm. Geil. Kann nur sein, dass die Kriegergruppe danach noch will. Die Hordengruppe, nicht die Kriegergruppe. Oh, das ist die Melri. Die kenne ich sogar. Was wäre? Das Melri, die kenne ich sogar. Mit denen war ich im Raid, dann haben sie sich Sachen zugesteckt, was irgendwie ganz viele Leute angepisst hat und dann hat sich der Raid aufgelöst. Machst du eigentlich noch was anderes? Den Lügenmeister von Odyssey auf der Igno. Und sie ist, glaub ich, Offi. Ah, ihr seid dann so am Ende fragen. Und ihr seid also die Langfing-Fang.
Sie haben es halt irgendwie so gemacht, der eine brauchte keine Prio mehr, der hat dann für andere mit drauf gerollt und hat die dann in der Gilden verteilt und so Zeug halt. Also so richtig hintenrum. Keine Ahnung. Ein bisschen. Ey, ihr seid doch so eine Langfing-Gilde. Kann ich bei euch reinkommen, ihr langfingt mir Schattenkram? Ich freue mich schon, wenn die Heiler auch ein bisschen höher sind. Es ist so dumm, wenn man nicht sieht, was für ein Agro der Mob hat. Das hätten sie echt so machen können, dass wenn auch wenn der in einer anderen Gruppe ist, dass du die Agro siehst. Kannst du nicht das Ziel des Ziels anwählen? Ja, aber ich sehe ja nicht, was es an Agro hat. Ich sehe meine Agro auf dem Target, aber nicht die Agro von Leben aus der anderen Gruppe. Ach so meinst du, Agro-Meter? Deswegen kann ich, ja, deswegen kann ich halt nicht sagen, wann ich Agro ziehe. Das muss ich eh wieder ein neues holen. Details Agro funktioniert nicht so gut. Oder haben sie es mittlerweile gefixt? Ich habe Threat-Meter. Yep. Tschüss! Dann habe ich ja vielleicht Zeit, mir das jetzt mal zu holen. Na, unser Schamanski kloppt auch mit drauf. So. Bist du der gerade die ganze Zeit ins Feuer reingelaufen hast? Ganz gewundert, warum kriegt denn der da Damage? Hallo? Oh. Hallo! Du hast gesagt, wir dürfen Tourette-Sachen machen, also. Ja. Also hier höre ich Leo nicht so gern stöhnen. Was? Ich hab gesagt, ich höre dich nicht gern stöhnen. Mit meinem Geburtstag hört sich das aber noch anders an. Ja, ja. Also hier ist ein 20er Silberbarren-Stick für 55 Gold und einer für 700 Gold drin und ein 1er Silberbarren für 800 Gold. 700 klingt legit. Ja, 55. Hast du noch einen Zweitberuf? Classic Thread oder welches hast du? Du hast Lederer und Bergbau? Ja. Achso, so mäßig verkaufen und Leder kaufen. Ja. Nicht Leder. Kirschner habe ich, WTF. Achso. Ich bin auch. Ja, ja. Fili, mach mal Agro. Ja. Ich würde ja gern. Mach Agro, Fili. Ich würde ja gern. Mach Agro. Ich bin tot. Lol. Mach mal Agro. Battle Rats. Ich hab leider kein Battle Rats. Ich hab eine Rakete, was ich dem... Alter Junge! Ich probieren, aber das sind falsch. Battle Rats. Ja, der Boss gibt schon üble Kellen, das ist so. Mhm. Ja, Alter! Bubble, erste Hilfe. Nein, die Bubble brauche ich gleich noch. Ne, ich hab Fred Classic 2, hab ich. Red Classic 2. Ja. Ich habe nur Classic Red hier, aber das wird's dann wahrscheinlich sein. Also, guck hier, Add-ons. Red Classic 2. So. Das machen die anderen, oder was? Ja, kann schon nicht mehr. Ja, Fred Classic 2 jetzt. So. Da kann ich jetzt immerhin draufhauen, weil da tankt der T6 Tank. Auf den Heiler.
Ist ja echt eine Kriegergruppe da unten, ne? Ja, zwei T6-Krieger auch. Sind die aus der gleichen Guild? Sind sie nicht? Oh, das wird dann auch in Dings wird das schön. Na. Zul'Drak. Die Arena. Reloak. Oh, die wird richtig schön. Oh, da freue ich mich schon, wenn mein Priester dann oben ist. Dann stehe ich mich irgendwo auf den Pillar und dotte die Heiler und die Tanks zu. Huiuiuiuiui. Freude. Ja, ist so mit der einfachste Weg, um sich auf dem Server unbeliebt zu machen, das stimmt. Ja. Bei der gegnerischen Fraktion ist mir das dann scheißegal. Wie viel Dreck ich schon gefressen habe, auch hier auf dem Server. Das Problem bei der Arena ist halt einfach, wenn das einmal anfängt, dann hört es für eine Weile nicht mehr auf. Ja, dann ist da die ganze Zeit, das ist dann, das kocht dann einfach in dem Pool. Ja. Ja, ich hoffe ja, dass ich sie so früh machen kann, dass ich da das Problem nicht habe. Hm. Ja. Ich werde sie auch Pre 80 machen. Ich scheiß aufs Gold. Waffe ist wichtiger. Klar. Ja. Sowieso. Auf jeden Fall. Erdhörg lüftete. Ich habe Agro gezogen vom T6 Tank. Was ein Lauch. Die Frage, ob er auch wirklich T6 Tank ist oder einfach nur ein Schild hat. Nein, hat er. Einheitwaffe. Tja. Okay, er hat Bollwerk an. Weiß doch nichts, vielleicht will das keiner mehr. Oh, Bollwerk. Bollwerk ist schon ein sehr gutes Schild. Also. Ja, das ist mir bewusst. Und er hat aber T6 Schultern an, also. Bollwerk aus Eiskrone hat. Ja, aber T6 Schulter heißt ja nicht, dass er DPS ist. Das meine ich. Nicht auch DPS ist. Guck, jetzt ist er zum Beispiel gerade DPS. Er hat zwei Einheiten. Ja, das ist ein... Ich hätte jetzt auch gesagt, der spielt Fury und zieht halt Schild an. So. Ja, 100 pro. Das macht keinen Damage, oder warum ziehe ich dann Agro? Ja, wenn er mit einem Schild anhat. Ja, der kriegt... Ja, der ist 100 pro DPS. Guck mal, was für Kellen der kriegt. Hat ja auch kein Schild an. Ja. Ach, das ist auch mit Schild kriegt der wahrscheinlich nicht weniger Kellen. Okay. Red Meter steht. Das bringt dir nur nichts. Nö. Siehst dann, wie der Mage an dir vorbeischnellt. Ich glaube nicht, dass er an mir vorbeischnellt. Ich glaube, der ist einfach von Anfang an oben. Du bist gar nicht drauf und dann oben. Ja, ich gebe dir so die ersten 20%. Sonst bin ich immer sofort tot. Das muss doch nicht sein. Da lohnt sich dann sogar Buff-Food. Stimmt. Na, eine Blauflosse für mehr Ding. Ja. Mehr Zaubermacht. Soll ich auch Buff-Food reinknallen? Nein. Flask und Zauberöl. Bitte auch Potten. Ja, Potten tue ich ja eh nur meiner Pots. Paste-Pots use ich nicht. Ah, der hat sogar eine Quest für die. Das hasse ich so, die Leute, die nicht einfach in dem Quest die mal die Scheiße abstecken können, dass sie die Quest abgeschlossen haben. Ich hab's auch drin. Ich auch. Ich hab's rausgemacht. Mir geht das auch auf den Sack. Ich will das nicht sehen. Ich weiß, wann ich eine Quest abgeschlossen habe. Ja, vor allem siehst du es ja, wenn du über einen Mob drüber warst. Ja. Wer es alles hat, also... Ich sitze im Busch, ich bin perfekt getarnt.
Mal gucken, ob sie wipen ohne Tank. Wird schon gut sein. Konnte man nicht auf Fury tanken? Also der eine ist ganz schön low instant. Ja gut, der ist 67. Der Boss knallt halt so hart rein. Ja, dieser Kettenblitzschlag und du kannst ihn nicht kicken. Und RIP. Da ist er tot. Jetzt muss der Ekindo... Ja, der stirbt jetzt aber auch noch. Ja, weil der Charmy zwischendurch nicht geheilt hat. Alter. Also, viel Spaß, Aki. Ah, Hilfe. Der Schamane hat gerade Kettenblitz gemacht. Ah, oder warst du das? Unsichtbarkeit. Bin ich doch schon dran. Das dauert doch immer 6 Sekunden. Der nächste tot. Schön. Ah, ich hab schon wieder Akku. Hat das jetzt für dich gezählt? Ich hoffe es. Ja, müsste. Solange sie nicht released haben. Das wäre jetzt geilste. Warum steht sie im Feuer? Vielleicht prockt dann ein Trinket von ihr. Ich glaub nicht, ist ein Heiler. Ich weiß gar nicht, was sie für ein Gear hat. Sie war so okay-equipped, glaube ich. So. Hatten die so. Mach mal. Also SSC Gear im Prinzip. Sind alle da? Ja, oder? Aber warte. Ich esse noch Buff-Food. Okay, aber sie hat den Heitschel-Ding-Ring. Mal so mal Trash-Farm. Fehlt mir noch. Mhm. Kann man den kaufen oder rufen? Er muss halt Trash Farmen gehen. Und brauchst halt den ehrfürchtig rufen. Achso, ist aufheben gebunden. Ja. Das ist nicht der Trash-Ring vom Drop, sondern der Trash-Ring, also du kriegst vom Trash Ruf und für den Ruf kriegst du den Ring. So meinte ich. Und der Ring ist halt für die meisten best im Slot. Für mich auch, aber ich habe nur die respektvolle Stufe. Alter, das ist so lächerlich. Du machst mit einem Cast, machst du 9k Agro. Mit einem Cast machst du 9k Agro. Wie? Junge, wie? Over 9000. Also. Ja, aber trotzdem, Alter. Einfach immer schön sporten, ne? Ja, aber Sporten hat einen Cooldown von 15 Sekunden. Ja, ich warte jetzt, bis er auf 80% ist. Oder du sagst mir, wann ich loslegen soll. Können wir auch machen. Das kann ich dir schlecht sagen. Da muss ich aber mindestens 9k sein, damit es nicht wegballert. Wenn er Half-Life ist. So, komm, ich mach noch Zauberöl drauf. So. Bisschen Buff. Ah, Buff-Food habe ich sogar noch drin. Okay. Hieß der Schurke Kratos? Nein. Also du sagst mir, wenn ich Go mache, so. Ja. Yeah. Ich glaube, der Priester hat schon ein Auge auf dich, von dem her. So, ich bin jetzt bei 6k. 8k. Ja, komm, ich mach jetzt mal. Ja, mach mal. Mach mal. Auf den einen zumindest. Ja, 10 hast du. 16, tot. 11. Oh, da hat's geklappt. Das war close am Ende. Erst wenn der Arkanschlag mal hochgesteckt ist, macht er schon ein bisschen Damage. Bisschen? Was wollt ihr eigentlich für Buffs haben? Warte mal, ich buff mal hier Kings durch. Ich drück nur Arkanschlag, das war's. Ach, gibt es erst in WTK erst einen Ablöser für die 5-4 Stacks? Also, Arkanschlag ist halt so, du machst am meisten Damage, wenn du ihn einfach weiter durchdrückst. Du verlierst halt dadurch richtig krank Mana. Ja, mit Stapelsystem oder? Mit Stapelsystem. Du kriegst da 3 Stapel und durch die 3 Stapel castest du schneller, aber brauchst auch mehr Mana. Okay. Und solange du Mana hast, drückst du einfach nur durch. Fertig. Okay.
Und ansonsten würdest du mit Frostblitz auslösen lassen und dann gehst du wieder zum Nahkampfschlag. Ja, dann können wir hier bei dem, warte, das machen wir ein bisschen. Und dann gucke ich mal, jetzt ziehe ich mal ein bisschen. So, ich nehme mal zweimal Arkanschlag, dass ich hochkomme. Und jetzt machen wir mal Cooldowns an, so. Das ist Agro. Ja, instant. Ich bin aber auch gestunt, also. Und jetzt kann ich spotten. Jetzt bin ich gerade auch gestunt. Das Schöne ist, wenn ich dir da mal abgespottet habe, zieht aber auch kein anderer mehr Aggro, weil ich dann die Aggro von dir hatte. Am besten fängt er an. Du genau, fängst an und ich spotte irgendwann ab. Bis er bei mir ist, dann spottest du. Da ist ein Trollpriester. Ja und? Thoradin. Nee. Es war ein Undead Priester und ein Undead Rogue. Klassiker. Und der Rogue war 64, also keine Ahnung, was der hier wollte. Er wollte den Vibe catchen. Wahrscheinlich. Aber der Schamane hat gerade auch einfach übelst reingekrittet in den ersten Hits. Und war ja. Da war richtig rum. Hallo? Ist Totem direkt am Spotten hier. Hallo? Lasst mich doch mal draufhauen, Leute. Dann halt nicht. Selber schuld, wenn er Spott-Totem stellt, Mann. Nee, aber gerade eben als Feuer-Totem Aggro gezogen. Ja, er zieht's halt aus meiner Weihe raus. Da kann ich noch keine Aggro machen. Jetzt kickt er mich aus. Ja, ich bleib hier stehen. Das ist mir zu blöd. Ihr macht das schon. Ich hab noch 15 Sekunden Cooldown. Ja. Alter, ein Krampf. Ich krieg einen Stack. Ich weiß schon, warum du mit mir keine Dungeons gehen willst. Ich auch. Ich hab einen Stack Erste Hilfe bekommen. Wie kann man dann einen Stack Erste Hilfe bekommen? Lederstoffball, Verbände. 20 Punkte Erste Hilfe, bitte schön. Oh, vor allem, oh, Tränke. Mm. Ja, ist schon geil. Also, es bringt echt einiges, das Ding hier. Mana-Tränke kannst du gern weiterreichen. Brauche ich selbst. Level 2 Heiler und ein Hexer. Der Hexer braucht keine Mana-Tränke, ganz ehrlich. Ja, aber die zwei Heiler. Junge, Junge. Der Shepard. Okay. Aua. Und mich fast gewonshottet. Ja, ich sag ja, der Shepard richtig. Alter, der macht 4K-Schellen, Junge. 80%. Der macht 4K-Schellen, wenn er crittet, Junge. Alter. Nicht der, den Chamion gewamst hat. Der war's. Das war der Rogue vorher. Oder? Nee. Nee, das war der Rogue, der uns vorbeigeritten ist. Das ist der, neben uns. Ja, aber ja, der kriegt jetzt leider einen Wirbelwind ab. Seiten, der hat mal kurz 3 Level gerade eben gemacht. Nee, nee. Alter Junge, hat der reingehauen, ey. Also ich glaube nicht, dass wir den Endboss überleben, ehrlich gesagt. Wir müssen den machen, ich brauche die Waffe. Der Endboss hat 2K-Hits gemacht mit seinem Kettenblitzschlag. Der macht 4K-Hits, wenn er mich krittet. Ah, der Endboss müsste aber noch mehr zuknallen. Der. Ja, der Kettenblitzschlag macht halt AOE, aber das waren 2K, 2 bis 3K vorhin. Ja, okay, aber der macht ja nicht nur einen Kettenblitzschlag, der hat auch noch so. Ja, mal gucken, sehen wir ja jetzt. So, der zaut den Roko. Nein. Der hat geholfen, der Penner. Wen rettet er? Mauer. Ah, macht beide. Na gut. Ist nicht eher sie übrigens. So eine 50-jährige Dame. Nice! Lecker Schmecker.
Das klang jetzt richtig eklig. War das auf die 50-jährige Dame bezogen, oder was? Nein, ich hab schon von mir gerade was gekriegt. Nice, lecker Schmecker. Geil. Alter Vater. Kommt hier noch ein? Also diese Schurkenquest ist ja echt für den Arsch, ey. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Ja. Oh. Alter Vater. Leute. Vergiss es, mit 20 packst du es nicht. Nicht mal annähernd. Ich fühle mich hier wie ein Skyrim, Alter. Sneaky Level 3000. Ja, ich bin gleich oben angelangt. Mal gucken. Ich weiß zwar noch nicht, was ich machen muss, aber... Okay, was muss ich hier... Ach, sein Tagebuch. Nein, wie lang schwätzt denn der? Jetzt, dreht okay. Dreht er sich um? Oder wie lang schwätzt denn der? Ja, ohne Scheiß. Aber hier warte ich jetzt wirklich ein bisschen länger, sonst... Ich will. So. Oh Gott, ist Mortal Strike gut bei dem. Ja. Hey, hat gepasst. Der war, wie gesagt, der hittet deutlich weniger. Zwar auf alle, aber er hittet deutlich weniger als die anderen. Was? Ja. Der eine Typ vorhin hat 4K-Schellen gehauen. Sag dich, er haut mich um. Das war so du Karma! Das war so Karma! Alter Vater! Du musstest es ja sagen. Junge, Junge, Junge! Einfach mal die Fresse. Der hat mir vorhin 4K-Schellen gegeben, jetzt gibt er mir mehr. Der macht ja nichts. Alter, Junge, Junge, Junge. Was geht denn da ab? Der war so krass, dass sie mir nicht mal mehr Paints abdrücken konnte. Das war so verdient. Aua, aua. Finde ich jetzt richtig scheiße, die Axt ist so viel besser als meine. Oh Gott im Himmel. Ja, wir probieren das jetzt nochmal und kriegen den sicher irgendwie hin. Das ist aber auch richtig kacke. Paladin hat kein Damage-Cooldown, außer komplett immun oder nix. Ja. Okay, Hand auflegen, wow. Das hilft auch sehr viel meistens. Ja, vor allem, wie soll man das jetzt... Wie soll man das jetzt im Endeffekt mit einer Gruppe hinkriegen, die keine Level 70er dabei hat? Also, es ist ja quasi nicht möglich. Es ist schon extrem hart, aber geht schon. Ja, wenn ich überlege, dass ich das teilweise mit dem DK so solo gemacht habe in WOTK, dann ist schon übel, wenn man überlegt, wie das jetzt hier ist. Das ist ja nicht mehr feierlich. Vielleicht hauen die ja mit drauf. Ah, ne, die haben angenommen, ne? Ne, noch nicht. Doch, haben sie. Die hatten eben den Knoll. Ah, okay. Der liegt doch da. Ne, bei mir liegt er nicht da. Hier oben. Ah doch, da liegt ein Knollhufbulle, aber das ist nicht der Boss. Die haben so einen gepult. Na, jetzt hat Hansen gestartet. Du kannst ja da direkt danach einfach nochmal starten. Ja, mach probieren wir es nochmal. Wenn die alle mit drauf schlagen. Erste Phase sah ja okay aus. Der hat halt instant One-Hit, dann in der zweiten. Ich hab irgendein Trinket doch gehabt. Hab ich das dabei? Ne, natürlich liegt's auf der Bank, oder? Da. Ausweichwertung. Ja, warum nicht? Weil ich wenigstens etwas. Ich kann auch Resi-Gear anziehen, aber ich glaube, Schatten-Resi bringt die nichts. Schönen Tag auch. So, Boys. Ich weiß nicht, ob der Shammies jetzt hat, ne? Müsste. Müsste eigentlich schon, ja.
Ich stelle mich mal oben hin, da muss er immerhin außen rumlaufen, bis er zu mir kommt, ne? Interessanterweise, finde ich, habe ich oben immer noch das Ausrufezeichen, obwohl ich die Quest gerade ja selber angenommen habe. Ja, ist ein Bug. Alter Vater. Ach, wir laufen. Da ist noch einer. Ein 70er Paladin, aber der fliegt. Teamfaller. Das soll helfen. Ich jetzt hier nicht. Ist auch eine gute Gilde. Wenn der halt crittet, ist halt RIP. Ist es ein Kritten oder ist es ein Crushen? Oh, ich hab schon wieder Aggro. Woher hab ich doch schon so lange gewartet? Ja, ich hab gespottet. Woher bekomme ich den Unterschied? Woher weiß ich den Unterschied? Das eine ist halt als Crit angezeigt und das andere ist einfach nur ein großer Damage-Input. Also ich krieg's als lila 4K-Zahl angezeigt. So, Trinket gezogen. Dass ich ausweiche eventuell. Wenn ich jetzt wieder hier... Oh, warum habe ich Aggro? Geh weg. 2K, 3K. Alter. Oh. Jawohl. Yes. Alter, der hat uns ja gerade eben aus dem Leben geschallert. Das war ja nicht mehr feiern. Magst du eben nochmal Enrage? Ja, kurz vor Ende hat das in Enrage. Warte mal, ich habe 80 Angriffs, ich verliere 20, ich krieg 30 Beweglichkeit und ein bisschen Ausdauer und vor allem wenig. Oh mein Gott, ist der Waffenschaden von dieser Axt geil. Ja, für mich kommt leider auch nur die Axt in Frage, weil ein Heal-Kolben ist auch irgendwie... Er hat keinen Zaubermacht, nur Heal. Er hat deutlich weniger Zaubermacht als mein Schwert, er hat halt Heal. Den Stab. Ja, egal, hast eine Zweihand-Axt. Ich meine, gut, in... Questet hier weiter, oder? Zwei Einschüsse. Neo. Hä? Ich bin jetzt, warte, ich gehe gerade live. Ich bin jetzt hier an der Stelle, hab den Schlüssel, aber ich krieg die Truhe nicht auf. Jetzt hat sich der Priester gerade bei mir, also ich habe mich beim Priester bedankt, gerade fürs Helfen, und dann hat der Priester sich bei mir entschuldigt für den Wipe. Lol. Okay. Ja, wir können, wenn wir fix sind, können wir auch kurz die Killquests durchziehen, wenn du noch Zeit hattest, Silvi. Das wäre natürlich... Ja, ein bisschen kann ich noch. Mega nice. Keine Ahnung. So, Marius. Dann folge ich dir kurz, warte. Aber wenn ich an dir sagte, ist verschlossen und ich kann das halt nicht benutzen, ja. Den Schlüssel. Verstehe ich nicht. Eieiei, Leute, das war eine Folge, hey. Holla, die Waldfee. Aber ja, haben wir Glück gehabt. Und in dem Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.